So, und damit auch herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Part zu Let's Play Dead Space 3. Mein Name ist Don Kanungi, euer Moderator, und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Part. Wir waren im letzten Part hier stehen geblieben, wo wir einen Kodex aufsammeln müssen, und das machen wir jetzt auch mal. Ich hab ihn! Ach, boah! Finn, wo sind Sie? Alter! Ich hänge an einer Felswand, aber ich habe... Was ist immer das ist? Der Kugel! Er ist der Schlüssel, um alles zu retten! Kommen Sie zum Dino und halten Sie keinesfalls an! Alter, was muss ich machen? WASD, um zu springen und Shift... Achso! Alles klar, wie geil ist das denn bitte, ey? Alter, ich liebe geskriptete Sequenzen. Habe ich das schon mal erwähnt? Boah. Und das jetzt auch in Dead Space, ey. Boah, geil. Boah. Boah, wie der gerade abspielt hier. Oh. Boah, ich sehe gar nichts. Oh, der Shuttle. Boah. Alter, was soll ich machen? Boah. Ey, ich glaube, ich bin tot, oder? Alter. Das ist schon Call of Duty-Style. Oh oh. Ein Toter. Okay. Schon wieder diese Toten. Die habe ich im ersten Part ja schon bekämpft, ihr wisst es. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom, Ihren Dad? Ja, ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Ich wusste es. Du Schwein. Gelöscht. Du Ratte, du hast alles vernichtet. Serrano, du Schwein. Und er schießt sich sehr... Alter. Okay, und jetzt? Daten gelöscht. Ja, krass, ey. Und jetzt übernehmen wir die Rolle von Isaac, ne? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Luna-Kolonie, 200 Jahre später. Okay. Ach, der gute alte Plasma-Cutter. Geil. Können wir den jetzt schon steuern? Da ist Carver. Oh, das ist die Isaac Clark. Finger weg von mir. Antworten Sie. Er ist es. Wer zum Hacker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch. Hoch.
Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Harry. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in ihre Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hätten uns zwar viel Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Jawohl, gib mir den Plasma-Cutter, ey. Mehr brauche ich gar nicht. Ja, geil. Und wir übernehmen Kapitel 1. Jähes Erwachen. Isaacs Apartment. Geil. Okay, Medipack. Ach so, ich muss das machen. Ah, okay, alles klar. Cool, ja, was haben wir erfahren? Die, Kolonie hier, 200 Jahre später. Wir müssen jetzt wahrscheinlich dieses Geheimnis da, entschlüsseln, das 200 Jahre zuvor von diesem Typen da, ich habe den Namen vergessen, wohl bewahrt werden sollte, aber der Kollege Salomon, na, wie hieß er doch? Serrano, hat sich irgendwie selber erschossen und ihn auch. Und das Geheimnis um die Marker wird jetzt wohl nie ans Tageslicht kommen. Außer es gibt Isaac. Und Textlogs gibt's auch wieder. Drücke Tabulator. Okay, das könnt ihr euch wieder durchlesen. Ich mach's wie auch im Let's Play zu Dead Space 2. Ich scroll das Ganze runter. Ihr könnt's euch durchlesen. So. Bitteschön, könnt ihr auf Pause drücken. Das lese ich nicht vor. Also die Grafik ist ja schon... Ich finde die schon geil. Also ich muss sagen... Definitiv, ich habe da nichts gegen. So, was ist das hier? Abspielen. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Birdrive Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Ja, okay, Isaac wohnt anscheinend ziemlich auf Pump. Der kann sich nichts mehr leisten hier. Der ist völlig runtergekommen. Krass, alles zerbrochen. Isaac, was machst du? Lebst du hier von Max Payne wie Painkiller, oder? Krasse Sache. So, wir haben schon wieder 8 Minuten auf der Uhr, sehe ich gerade. Mann, geht die Zeit schnell. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Ja, und wir suchen Ellie. Und mir hat, ich glaube, mein Forenkollege war das, hat mir gesagt, Isaac hat dieselbe Stimme wie im zweiten Teil. Nee. Die ist doch anders. Also, die klingt zumindest anders. Also, wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben, welche Stimme Isaac im zweiten Teil hat, wer die synchronisiert hat, die deutsche, und wer jetzt die synchronisiert. Würde mich mal interessieren, denn das klingt nicht... nach derselben Synchronstimme und das klingt ziemlich eklig. Boah, irgendwie kommt gleich irgend so ein Riesenviech. Was ist das, Meditech? Alter, das klingt nicht gesund, ey. Ohne Scheiß, das klingt gerade irgendwie so nach fetten Bossgegner oder sowas. Boah, das klingt doch nicht gesund, oder? Alles runtergekommen hier, ey. Bah, wo lebt denn Isaac hier? Wie schaffst du das hier überhaupt klarzukommen? Oh, was ist das denn hier? Krass. Ja, so fängt's eben an, ne? Wer zum Teufel sind Sie denn? Isaac. Scott's letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Lass uns erfahren, los jetzt! Wir haben uns gefunden zum Wagen! Los, los!
Ja, ist okay. Wie geht man? X geht man weg. Ach, jetzt kommt hier wieder diese Action-Scheiße, ne? Okay. Ja gut, das passt ja so mal gar nicht. Laufen, okay. Ja, voll übertrieben. Wow. Hier lang. Sie sind hier unten. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Wow, wow, wow. Alter. Alter, wie viele Granaten? Alter! Alter, Alter! Ich renne einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo lang, aber... Oh, schön den Kopf ab... Oh, jetzt bin ich tot, ne? Norton, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Oh, das ist ja voll nervig. Wieso muss ich denn jetzt... Muss ich lang? Achso, da hoch. Alles klar. Die Leiter hoch. Ah! Ja, toll. Da werde ich doch garantiert getroffen. Wie doof ist das denn? Boah! Fies! Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Zusammenhang mit dem Marker. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und Sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Okay. Ziel zugefügt mit Norden treffen. Drücke für Details. Nee, will ich jetzt nicht. Geht das auch weg, wenn ich nicht mit E öffnen? Ja, ja, ja. Spinde. Geil. So sehen die Spinde jetzt aus. Ah, Werkbank. Cool. Kann ich noch gar nicht. So, da bin ich hochgekommen. Hat der gerade auf mich... Hat der gerade einen auf mich gezielt? Ich könnte wetten. Hier, diese Spinde. So. Hier noch auf... So, und dann mal hier rein. Spiel wird gespeichert. Das ist gut. Ich glaube, dann mache ich hier auch gerade mal einen Cut. Denn, wir haben wieder unsere Zeit erreicht. Jo, Isaac wird von Unitologen gejagt. Und jetzt merkt man natürlich an dem Spiel, auch an, dass das ziemlich, actionlastig ist. Sehr auf Action getrimmt. Gefällt mir persönlich, weil ich weiß noch nicht gerade, was ich davon halten soll. Also es ist im Moment noch nicht so wirklich das Dead Space Feeling, so horrormäßig. Es ist eher mehr so Dead Space Action Knaller. Das Problem ist, wenn man die ersten Teile kennt, na, dann ja, dann ist das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht legt sich das auch noch, wer weiß, wir spielen gleich weiter. Aber wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Das war's wieder, euer Don Kanonji. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!